Also das muss man erstmal schaffen. Lademonia. Aloha, aloha, aloha. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge voller Vier mit mir, der Lademonia. Ja, wir sind jetzt im Residential und werden uns hier erstmal einen Überblick verschaffen über die verschiedensten Räumlichkeiten. Diese Ecke haben wir schon abgegrast. So, wir werden jetzt mal nochmal in den Classroom gehen. Hier waren wir ja schon einmal drin, ganz am Anfang bei der Führung. Ich könnte theoretisch jetzt die Tür zumachen, aber das würde ich nur dann machen und auch in Stealth gehen, wenn ich denn wüsste, dass es hier irgendwas Interessantes gäbe. Dem scheint aber nicht so zu sein. Dann gehen wir mal wieder hier raus. Was steht denn hier alles? For your overseer. Study hard for America. Okay. America lives on in you. Okay. Na gut. Man kennt das ja von Amerika, von den Vereinigten Staaten, von den Menschen, die dort leben. Oh, da geht's zum Reaktor. Ja, findest du? Ich find's furchtbar. Ich wäre lieber draußen wieder unterwegs, aber naja. Man kann nicht alles haben. Wer bist denn du? Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Ja, ich weiß. Immer was für dich. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Was ist das? Ich komme hier rein, ne? Ja. Ist das wieder der freche Junge? Ich kann es kaum erwarten, ja, endlich nicht mehr in die Schule zu müssen. Ich darf nicht vergessen, die Lampe morgen vor der Arbeit abzugeben. Kann ich denn mit dir reden? Ach, das ist Dr. Dr. Pensky. Pensky. Ich muss sagen, dass ich bald mal ein Ding abbrauche. Das war Connie Allen mit, Tolle Führung, nicht wahr? So. Auch ja. Auch Sir McNamara sagt, dass ich gut mit Leuten umgehen kann. Viel besser als Oma. Aber ich weiß nicht. Du bist ein arroganter Schnösel. Oma ist ziemlich toll. Halt die Schnauze. Tür zu. Sowas kann ich nicht haben. Selbstbeweihräucherung. Ich glaube, hier war das Mädchen drin, ha? Huh? Ja. Ach, der nette Typ von gerade. Du bist doch Mama, Aaron, wenn was repariert werden muss. Nö. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Hallo, Holt. Du bist noch da? Ja, Entschuldigung. Keine Ahnung, warum Holt darauf besteht, nutzlos zu sein. Er könnte das Versorgungslager hier mit verschlossenen Augen führen. Ach, siehst das. Okay. Ja, hier gibt's nicht allzu viel zu holen. Selbst wenn ich wollte. Obwohl, ihr habt's ja relativ gemütlich hier. Muss man ja jetzt... sagen, aber hier ich ist ich habe einen Ehemann, der voll im Saft steht, sich aber weigert zu helfen. Sagst du, wenn er daneben sitzt, hey, okay? Wie geht es dir? Entschuldigung. Ja? Du klingst besoffen. Oh. Ja. Ich wollte gerade fragen, wer bist denn du? Kleiner Mann. Oh, ich stalk ihn. Ich verfolge ihn bis aufs Klo. Hallo! was? Was? Ich freue mich hier gerade wie Öttes und freue mir ein Loch im Bauch. Sieht doch keiner, oder? Nein. Zu spät, Kotzi, zu spät. Du hast nichts mitgekriegt. So, okay. Dann machen wir erstmal den Bereich jetzt zu Ende. Ich weiß, es ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so spannend. Reagenzglas, Wodka, sauberes Trinkglas. Mögliches Kissen. Todeskrallenhaut, nee. Nein, ich wollte nicht klauen. Ich wollte nur das Radio ausmachen. Jetzt wird man hier schon genötigt zu klauen. Ist ja furchtbar. Furchtbar ist das. Okay, hier ist nichts. Du schon wieder. Ja, trink du mal schön weiter. So, das sieht hier nach einem Kinderzimmer aus. Mein Sohn hat sich ja diese Special Edition geholt, ganz am Anfang, mit dem Pip-Boy drin und dieser Box, die war in, ja, ich würde sagen, in Senffarben, aber die ist echt mega cool. Ein Bunsenbrenner, ein Jet, was ist das? Gar nichts. Noch ein Jet, aber wir haben genug Wunderkleber.
Na komm. Ich darf hier eh nichts klauen, wenn er dabei ist. Der ist da so ein bisschen... Du hast Mumm, den Pip heute im Commonwealth zu tragen. Was willst du eigentlich von mir, du olle Schnullerbacke? So, bevor wir zum Reaktor gehen und hinten rum, gucken wir noch hier unten. Dr. Pansky hat hier ein Hydrokulturlabor. Vielleicht hat sie ja Arbeit für dich, wenn du welche suchst. Ja, mit der habe ich schon gesprochen, die hat aber nichts gesagt. So, hier ist die Klinik. Willkommen, willkommen. Ich hoffe, das wird nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ach, noch einer. Würdest du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Vielleicht für ein paar Kronkorken. Du willst um Geld feilschen? Mhm. Hier stehen Leben auf dem Spiel. Entweder du tust es, weil es das Richtige ist, oder ich warte auf den nächsten Commonwealth-Besucher. Setz dich einfach, dann nehme ich dir Blut ab. Ey, Freundchen, so nicht, ne? Setz dich hier hin. Wohin? Du bist ganz schön dreist. Wohin? Dahin? Ah, verdammt, jetzt muss ich schon wieder meine Power-Rüstung ausziehen. Und ich kann sie nicht hier verlassen? Was ist denn das für eine Scheibenkleisterkacke? Wenn du es dir anders überlegst. Ach, das ist Dr. Forsyth, ja? Hallo, Dr. Forsyth. Willkommen zurück. Ich hab mich doch, ich wollte doch. Ja. Ich sitze. Ja. Komm her. Mach schon. Klar. Du kannst etwas Blut haben. Ausgezeichnet. Setz dich einfach. Dann ich sitze ich schon. Ab. Also an den Augen scheint er ja was zu haben. Ich sitze. Das werten viele nach einer solchen Aufforderung als Zustimmung. Es dauert nur einen Moment. Okay. So, hat doch nicht wehgetan, oder? Wo ist denn die Spitze Danke. Jetzt hin? Hat er mir den in den Arm geschoben? Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Du siehst aus, als hättest du ein Piercing in der Nase. Hab ich da jetzt keine EP für gekriegt? Na komm, wir gucken mal überall rein, was soll's. Ich würde jetzt gerne das Lied hören, das Original-Theme von Fallout 4. Da hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Ja, hier ist nichts. Kronkorken, dann reden wir mal mit dir. Dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsyth bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Nein, aber ich bin eine Frau. Sollte eigentlich dir auffallen. Hast du hier im Vault viele Patienten? Nein, die Leute in diesem Vault sind bei erstaunlich guter Gesundheit. Wenn das dann alles wäre, hier wartet Arbeit auf mich. Auch so eine freundliche Kuh. Und tschüss. So, wir können also wieder ans Terminal. Kriegen wir da Ärger? Nö, ne? Was sind denn das diesmal für Buchstaben? Seals. Das sind nur 5, ja. Beim letzten Mal mit den 6 Buchstabenwörtern hatten wir echt Glück. So, dann gucken wir mal, ob wir das wieder schaffen. Wear und Bones sind schon mal nicht. Da ist das W. Machen wir Water. 0. Und Bones. 1. Water 0, Bones 1. Das könnte es auch sein. Leaf 2. Leaf. Ah, jetzt kommt erst die Sperre. Ach ja, manchmal ist es wie verhext. Ich habe mir jetzt aber auch nicht genug Zeit gelassen. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ja, wurde gesperrt. La 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 la. Ich will mich aber die untersuchen lassen. So, dann versuchen wir es halt nochmal.
Eieieiei. Also wenn es zwischendurch knackt, dann heißt es nur, dass ich mich anders positioniere auf meinem uralten Stuhl. Ich sitze nämlich nur auf einem Brett mit Stoffbezug. Ergo tut einem oft mal der Bobbes weh. So, dann gucken wir mal. Truly. Thank. So, Truly hat 2. Die hat 0. Okay, dann sind es nicht OY. Truly. Turns. Ja. So, wow, Mann, das wäre fast wieder in die Hose gegangen, ey. Patientin Gwen McNamara, Patient Mark Somerset, Patientin Dr. Priscilla Pansky und Patient Robert DeLuca. Okay, gehen wir mal in die erste Akte. Gesundheitszustand ausgezeichnet. Krankengeschichte. Aufgrund Bronchitis in der Kindheit erhöhte Anfälligkeit für Atemwegsinfektionen. Steroidale Entzündungshemmer zur Inhalation für den Notfall vorgeschrieben. Nein. Das manchmal klappt und manchmal nicht. Mark Somerset. Gesundheitszustand schlecht. Das war der Mann von der Köchin, ne? Von der Maria. Krankengeschichte. Hat 2 Lungenentzündungen überlebt. Zweifelhafte Überlebenschancen bei einem dritten Ausbruch. Leidet an Nierengeschwüren. Oh. Und der wirkte so nett. Schade, es trifft immer die Falschen. Es ist echt wie im Leben. Im realen Leben. Ey, heute ist mit Reden nicht viel. Ich verhaspel mich ja nur. Na gut, Gesundheitszustand gut. Krankengeschichte. Beginnende Anzeichen von Arthritis. Familiär gehäuftes Auftreten von Demenz. Bisher jedoch keine Anzeichen. Lehnt selbst einfache Behandlungen ab. Tja, das ist so eine ganz alte, harte Nuss. Tja, und der Robert DeLuca. Gesundheitszustand schlecht. Krankengeschichte. Multiple Abhängigkeiten von Chems. Hatte vor einem Rückfall 2 Monate lang keine Drogen genommen. Anzeichen von Herzschwäche und Gedächtnisverlust. Das ist schlecht. Wir haben jetzt etwas ganz Böses getan. Wir haben Krankenakten gelesen. Sind wir böse? Aber hey, ihr sollt ja echt alles wissen. Schonungslose Transparenz. Jetzt habe ich hier gerade ein Problem. Oh, was war das denn? Meine scheiß Maus war das mal wieder. Ey, ich hasse sie. Sie ist einfach nur noch scheiße. Ich merke es auch immer wieder in Rainbow Six Siege. Du musst schnell reagieren, du willst schießen und drückst und... nö, Pause. Oder jetzt gerade dieses Wackeln, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Naja. So, da haben wir ein paar Röntgenbilder. Das sieht nach den Magengeschwüren aus. Arthritis in den Gelenken. Naja. Aber es ist nichts wirklich Wichtiges hier, ne? Nein. Haarklammern. Nee, das lohnt sich auch nicht. Gut, dann gehen wir wieder raus. Ab in unsere wunderbare Powerrüstung, bevor irgendeiner auf die Idee kommt, sich die hier einfach anzueignen. Ah, ich traue den Leuten hier nicht mehr. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Ja, ich weiß, du hast vorhin schon gesagt, dass du dich verabschiedest. So, hier sind weitere Räumlichkeiten. Im Vault 81 gibt es immer was zu arbeiten. Ja, ich habe schon gehört. Der Zustand ist nicht mehr der beste. Einer Kugel, okay. Kronkorken, lalalalala. Mach doch nicht einfach zu. Ich will hier wieder raus. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Hier steht jemand. Ich sag dir eins. Ah, okay. Der Solange es Maria gibt, wird niemand in diesem Vault hier hungern müssen. Den mag ich. Schade, dass der so krank ist. Wann wohl Prissy das nächste Mal erntet? Ich könnte echt frisches Gemüse gebrauchen. Dir würde ich sogar noch Bist was Bist du hungrig? Mitbringen. Red mit Maria. Sie macht die besten Törtchen im Vault. Okay. Vielleicht sind hier Unterlagen. Lupe.
Eigentlich will ich bei euch sowieso nichts stehen, weil ich mag euch. Dann gehen wir wieder raus. Ich sehe im Moment nicht den Sinn drin, hier überall reinzugehen. Willst du hier mit deiner Power-Rüstung angeben? Bist du etwa neidisch? Ha! Okay. Mal kurz speichern. Gut, dann schauen wir hier ran. Also langsam wird es ja mit der Übersicht. Am Anfang war ich echt erschlagen. Mein lieber Scholli. Ist das dieser Suchti? Horatio ist das. Der Frise. Wenn du einen neuen Look brauchst, solltest du mal in meinem Salon vorbeischauen. Ja, und nicht einfach in mein Schlafzimmer reinkommen und mich wecken. Entschuldigung. Es tut mir leid. So, wer bist du? Du kommst von draußen, nicht wahr? Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Ja, von draußen komme ich her. Ich muss euch sagen, es verlautet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich verseuchte Pilze blitzen. Nun? Und droben aus dem Highway-Tor guckt alle Nase lang ein Raider hervor. Da draußen ist jeder Augenblick ein neues Abenteuer. Hey je, wusste ich's doch. Meine Kinder würden zu gerne von deinen Abenteuern hören. Ob du wohl zu meiner Klasse sprechen würdest? Ja. Ich würde sehr gerne zu ihnen sprechen. Hervorragend. Schau einfach mal vorbei, wenn Unterricht ist. Ich unterbreche ihn dann einfach und übergebe dir die Klasse. Die ist aber nett. Die ist aber sehr nett. Kann ich nochmal mit dir reden? Hey, die Kinder werden sich sehr freuen, vom Commonwealth zu hören. Ich mach mal eben kurz hier das Radio aus. Ordner, Clipboard, Ordner, Clipboard. Man erfährt hier aber auch nicht so viel, ne? Ja, hier ist nichts, was sonst noch wichtig wäre. So. Du kommst aus dem Commonwealth, nicht wahr? Mhm. Tu ich. Dun, dun. Das ist ganz schön verzweigt hier, mein lieber Scholli. Schon wieder Musik. Ja, wo kommt die denn her? Hier ist doch nichts. Hallo. Das ist ja seltsam. Da kriege ich ja fast Angst. Na, ja, gehen wir mal hier lang. Vielleicht ist das ja oben drüber. Nur nichts übersehen. War wir hier schon mal? Hab schon lange keinen anderen Mr. Handy mehr gesehen. Tja, und das ist meiner. Okay. Das ist der eine Ort, wo wir vorhin nicht lang gegangen sind. Das heißt, es ist auch eine Verbindung. Und jetzt bleibt nur noch der Reaktor, ne? Wo war der denn nochmal? Der war hier. Dann gucken wir mal nach. So, Mama ist da. Jetzt kommt alles in Ordnung. Tür. Okay. Caution. Robot operating area. Do not enter. Authorized personnel only. Ja, das macht Sinn. Die Frage ist, haben wir hier genug Schutz? Das ist aber nicht Kotzi, oder? Das ist doch ein anderer, oder? Missionskern entfernt, ja. Das war ja nur eine Frage der Zeit. So. Ah, hier ist ein Terminal. Sehr gut. Sieht keiner, sieht keiner, sieht keiner, sieht keiner. Hey. Was? Hallo? Hat doch keiner gesehen. So, dann gucken wir mal. Meister, oder kriege ich doch gar nicht geschätzt. Verdammt. Hey, ich könnte mal eben kurz gucken. Habe ich ein Level Up? Nein, habe ich nicht. Schade. Hätte ja sein können. Ich habe es ja schon öfter mal übersehen. Was nicht unbedingt für mich spricht. Ich weiß, ich weiß. Ich will nichts hören. So, du bist alter... Ach, du bist... Ah, okay. Bitte richten Sie sämtliche Wartungsanfragen an Mr. DeLuca. Sie werden in chronologischer Reihenfolge bearbeitet.
Der hat sogar die gleiche Stimme. Du bist also programmiert, Vault-Wartungsarbeiten durchzuführen. Scharfsinnig beobachtet. Ich unterstütze Mr. De Luca bei der Wartung des Reaktors. Ich kümmere mich um das Herz des Vaults. Er zieht es vor, mich zu beaufsichtigen und mir das Privileg zu überlassen, die Arbeit auszuführen. Das siehst du aber sehr positiv. Ich weiß nicht. Hört sich für mich ziemlich egoistisch an. Papalapap. Mr. De Luca sorgt dafür, dass ich mich auch um die Wünsche seiner Schwester kümmere. Er ist ihr gegenüber höchst großzügig. Ich habe gehört, ihr hättet überall Experimente stattgefunden. Entschuldigung. Hey, Besucher von draußen. Wenn dich mein nichtsnutziger Bruder nach Jet fragt, sag ihm, er soll Leine ziehen. Du scheinst verärgert zu sein. Weißt du, er ist ein Junkie und wird unvorsichtig. Wenn er erwischt wird, bekommen wir beide Ärger. Und so sehr ich dieses Büchsenparadies auch verlassen möchte, so will ich nicht gehen. Wenn er süchtig ist, solltest du ihm helfen, clean zu werden. Ich hab's ja schon versucht. Ich hab ihn eine Woche lang eingesperrt. Nach 2 Tagen hat er wieder was genommen. Ich gebe ja zu, dass ich auch schuld daran bin. Bobby bekommt seine Cams von mir und ich halte ihn an der kurzen Leine. Aber jetzt reicht's. Von mir bekommt der faule Sack nichts mehr. Das ist schlecht. Warum unterstützt du seine Sucht? Er ist mein Bruder und er ist überarbeitet. Ich gebe ihm Jet und er lebt auf. Er ist glücklich. Da fühle ich mich auch besser. Deshalb. Jetzt, wo alles aus dem Ruder läuft, ist das eine andere Sache. Er will mich gefährden? Dann bekommt er nichts mehr. Ach, das ist wieder das Typische. Man geht immer den leichten Weg und macht alles nur viel schlimmer. Seine Sucht ist also deine Schuld. Wie schön. Hey, ich habe einen Fehler gemacht, ja? Wenigstens will ich jetzt was dagegen tun. Toll. Hi, Tina. Vielleicht hört Bobby nach der Sache hier endlich mal auf mich und verschwindet mit mir von hier. Ja, wer weiß. Hey, unser Besuch von draußen. Ja, ich rede gleich mit dir. Meine Hände zittern schon. Ich rede mal mit dir. Hey, Bobby. Hey, unser Besuch von draußen. Na, verlaufen? Hier unten wird nicht gehandelt. Das ist ein interessanter Raum. Wirklich? Für einen von draußen vielleicht. Hier unten gibt's nur alte Generatoren. Mein Gott, sieht ja ausgemergelt aus. Falls du Jet dabei hast, würde ich's dir abkaufen. Für 75 Kronkorken? Ich bin kein Dealer. Ich verkaufe keine Drogen. Hey, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Und wenn du unser kleines Gespräch für dich behalten könntest, wäre ich dir dankbar. Aber sag's Tina nicht. Die macht. Die steht da direkt daneben, du Blödbacke. Oh. Ich hab das Arbeiten satt. Ich muss ihn hier ganz schnell ausmachen. Holzblöcke. Ah. Was? Also das mit den Körperteilen habe ich immer noch nicht gecheckt. Aber ich muss zugeben, ich habe mich jetzt auch nicht explizit hab gehört, dass Leute von draußen gefährlich sind. Brauchst du wirklich so... Ach, ich hab dir nichts gegeben, jetzt bin ich auf einmal gefährlich, oder wie? Alter Rusty. Bilde ich mir das ein, oder ist hier drin einiges los? Ich mag ihn. So, aber hier kann man nichts machen, ne? Ich konnte nur mit denen reden und dann war es das hier unten auch schon. Das war nicht sehr einträglich. Okay, also wir haben 2 Sachen, 2 Aufgaben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einmal die Katze draußen und die Kurzgeschichten. Na, für die Freiheit machen wir erstmal aus. Also müssen wir zum Klassenraum. Der war ja hier. Aber ist gerade kein Unterricht. Naja, wie auch immer. Das ist erstmal das Ende der Folge. Wir haben jetzt den Vault, ich hoffe zumindest, komplett ausgekundschaftet und uns so halbwegs einen Überblick verschafft, was hier wo ist. Es gibt extremst nette Leute und es gibt echte Arschgeigen. Und die größte Arschgeige von allen, ich glaube, das wisst ihr mittlerweile, ist echt der Edwards. Ich möchte ihn einfach nur töten. Und dann möchte ich ihm seine blaue Strumpfhose zu fressen geben. Ich kann ihn nicht ab. Naja, aber es hilft nichts. So, wir warten jetzt drauf, dass hier mal Unterricht losgeht, weil wir sollen Kurzgeschichten irgendwie erzählen von der Welt da draußen.
Und wir müssen nach draußen. Hey, ho, die Katze suchen von der Erin. Da freue ich mich. Echt, ich freue mich drauf, hier wieder rauszukommen. Ich finde das sehr scheiße hier. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es denn heißt, Fallout 4 mit mir, der Lademonia. Bis dann. Ciao, ciao.